Ist das hier alles handgefertigt? Ja, tatsächlich sind all unsere Produkte handgefertigt und sogar noch viel mehr als das. Unsere Materialien kommen aus der nahen Umgebung. Zum Beispiel für diesen Pflanzenkasten haben wir Holz benutzt, was ein Mitarbeiter vorher aus einem Sägewerk in Potsdam abgeholt hat. Die Werkstatt unserer Schule ist unsere Hauptproduktionsstätte. Hier werden auch unsere Pflanzenkästen hergestellt. Unsere Pflanzenkästen bestehen aus den Holzresten eines Sägewerkes, welche andernfalls entsorgt werden müssen. Das zersägte Holz wird mit einer manuellen Hobelmaschine auf die richtige Dicke angepasst. Der vorletzte Schritt in der Werkstatt ist das Schleifen der Kastenteile. Nachdem die Einzelteile unseres Pflanzenkastens zusammengenagelt wurden, legen wir zusammengetackerte Teichfolie auf den Boden. Wenn es gewünscht wird, können wir die Einzelteile auch mit unserem Lasercutter individualisieren. Als Schülerunternehmen sind wir nicht dazu gezwungen, möglichst profitorientiert zu denken. Warte, Schule? Seid ihr etwa Schüler? Ja, tatsächlich sind wir noch 14 AbiturientInnen der Linné-Gesamtschule aus Potsdam. Und wir fanden uns letztes Jahr im Rahmen des Seminarkurses Berufs- und Studienorientierung zusammen und haben ein Juniorunternehmen gegründet. Dort können wir erfahren, wie es ist, in einem wirklichen Unternehmen zu arbeiten. Wir sind sogar geteilt in verschiedene Abteilungen. Das Marketing, die Geschäftsführung, die Verwaltung und natürlich auch die Produktion. Man braucht sie einfach. Und unsere Produkte haben dazu noch den Vorteil, aus Naturprodukten zu bestehen und dazu noch echt schön auszusehen. Ah, okay. Und wo könnte ich die dann da kaufen? Ja, wir haben eine eigene Webseite und diese hat auch einen Online-Shop. Aber wir können ihn auch gerne jetzt den Kerzenuntersetzer einpacken. Ja, okay. Ja, wenn ich gleich einen mitnehmen kann, dann würde ich das doch glatt machen. Wollen Sie auch gleich noch eine Kerze dazu haben? Oh, da sage ich doch nicht nein. Vielen Dank. Schönen Tag euch noch.